Die Ukraine-Politik der Bundesregierung stand in der Vergangenheit schon des Öfteren in der Kritik. Mal ist sie zu zögerlich, zu langsam oder schlicht nicht ausreichend. Zuletzt äußerten Grüne und FDP ihren Unmut über das Kanzlernein zu Taurus-Lieferungen. Doch nicht nur in der Ampel scheint es zu rumoren, auch innerhalb der SPD gibt es Spannungen. Ein Brandbrief von 5 sozialdemokratischen Historikern zum Regierungskurs in der Ukraine-Politik sorgte zuletzt für Aufregen in der SPD. Zugeschaltet ist uns jetzt Professor Dr. Jan Behrens von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt-Oder. Er ist SPD-Mitglied und Mitunterzeichner des Briefes. Herr Dr. Behrens, vielen Dank, dass Sie da sind. Der Ton des Briefs ist relativ deutlich. Die SPD betreibe Realitätsverweigerung. Inwiefern? Ja, ich glaube, dass auch 2 Jahre nach der ja vom Bundeskanzler ausgerufenen Zeitenwende immer noch nicht mit einer notwendigen Ernsthaftigkeit auf die russische Aggression reagiert wird hier. Wenn man als Historiker eine kurze Geschichte dieses Krieges schreiben würde, dann lief der ja bisher so ab. Zuerst hat die Ukraine mobilisiert, deswegen hat sie diesen russischen Angriff überlebt. Dann hat Russland mobilisiert. Und wir im Westen haben aber nie mobilisiert, sondern wir sind eigentlich sozusagen in unserer Bequemlichkeitsfalle drin geblieben. Wir weigern uns sozusagen den Ernst der Situation anzuerkennen. Man hat das auch diese Woche wieder gesehen, als eben zum Beispiel, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, nur genau die Anzahl an Panzerhaubitzen nachbestellt wurde für die Bundeswehr, die wir abgegeben haben an die Ukraine. Wir sind der Ansicht hier zum Beispiel, dass man da viel, viel breiter sozusagen sich jetzt aufstellen müsste und auch viel stärker sicherheitspolitisch sich engagieren müsste und nicht nur das ersetzt, was sozusagen sowieso schon zu wenig war, sondern tatsächlich hier mal in die Offensive kommt und Deutschland sicherheitspolitisch und die Bundeswehr auch ganz neu aufstellt. Und da fehlt ja sogar die Haushaltsplanung bei dieser Bundesregierung, wie das geschehen soll in Zukunft. Man verlässt sich da allein auf dieses Sondervermögen, was schon fast aufgebraucht ist. Und das sind die vielen Gründe, das sind jetzt sozusagen nur ein Bereich von Gründen. Man könnte auch über Zivilschutz reden, man könnte über Energiepolitik reden, wo wir glauben, dass einfach nicht mit der richtigen Ernsthaftigkeit auf die Bedrohung reagiert wird. Aber warum haben Sie sich denn entschieden, gerade jetzt diesen Brief zu schreiben und nicht irgendwie vor 6 Monaten zum Beispiel? Naja, wir waren ja alle in unseren Feldern unterwegs und haben sich auch geäußert, ich auch verschiedentlich. Und war jetzt die Initiative der Kollegin Martina Winkler, die gesagt hat, wir sollten uns mal zusammentun, sozusagen diesen Brief schreiben. Sie hat das auch selbst zum größten Teil formuliert. Und insofern war das jetzt sozusagen eine persönliche Initiative. Aber letztlich sind wir natürlich alle 5 Leute, die in unseren eigenen Feldern unterwegs sind und die einfach versucht haben, mal hier sozusagen dann unsere Macht, wenn man davon reden kann, also Macht ist es natürlich nicht, aber unser Renommee vielleicht, so besser gesagt, zu bündeln, um dann vielleicht was zu erreichen. Aber der Brief war ja eigentlich nur für den SPD-Parteivorstand vorgesehen, richtig? Also jetzt ist er ja öffentlich geworden. War das so gewollt? Das war ein interner Brief an den SPD-Parteivorstand, genau, der an dem Mittwoch vor Ostern abgeschickt wurde. Und der wurde dann ungefähr eine Woche später an die Presse geleakt. Ah, okay. Und wie ist die Reaktion innerhalb der Partei auf diesen Brief ausgefallen? Naja, sehr unterschiedlich. Von der Parteispitze haben wir nach einer Woche eine Einladung zu einem Gespräch ins Willy-Brandt-Haus bekommen. Aber wir bekommen natürlich auch, oder ich persönlich, für die anderen kann ich da nicht sprechen, ich bekomme auch viel Feedback auf meinen E-Mails, meinen Dienst-E-Mails von einzelnen Genossinnen und Genossen, aber auch von Ortsverbänden, von Fachausschüssen, zum Beispiel vom Fachausschuss Sicherheitspolitik in der SPD. Und da ist schon sehr, sehr viel Zustimmung da. Da gibt es viele Parteimitglieder, einfache Parteimitglieder, aber auch Funktionäre, frühere Bundestagsabgeordnete, die sich bei mir gemeldet haben, die sich bedankt haben für diese Initiative und die das unterstützen und die wohl auch dann E-Mails an den Parteivorstand geschrieben haben, um diese Initiative ganz ausdrücklich zu unterstützen. Und dafür möchte ich mich auch bedanken. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass das Dokument an die Öffentlichkeit geleakt wurde. Jetzt hat das wahrscheinlich aber nicht jeder, der jetzt diesem Interview zuguckt, vielleicht gelesen. Können Sie vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was Sie genau in diesem Brief fordern? Ja, ich meine, das sind im Prinzip 3 große Forderungen, die wir da haben in dem Brief. Das eine ist natürlich die Aufarbeitung. Wir sind ja Historikerinnen und Historiker und wir möchten, dass die SPD-Politik der letzten Jahrzehnte letztendlich aufgearbeitet wird, weil wir glauben, dass das bisher nicht geschehen ist. Wir glauben, wir müssen auch zurückgucken in die Merkel-Zeit.
Wir müssen zurückgucken auf die letzten 16 Jahre letztendlich, was da passiert ist. Wir glauben aber auch, dass die Kommunikation sich ändern muss. Es ist eine Frage der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Hier wird oft sehr unklar argumentiert. Die Regierung widerspricht sich. Wir würden ja gerne das sehen, dass es eine viel deutlichere Unterstützung der Ukraine gibt und kritisieren hier insbesondere auch natürlich die Vorstöße des Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, der sich ja für ein Einfrieren des Ukraine-Krieges ausgesprochen hat und dieses Schlagwort von der Friedenspartei geprägt hat. Das geht, glaube ich, nach unserer Ansicht in die ganz falsche Richtung. Und als drittes kritisieren wir noch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halt, dass wir finden, dass dieser Ton, der mitunter jetzt aufgekommen ist, wo sozusagen die Expertise angezweifelt wurde, wo Herr Mützenich auch zum Beispiel gesagt hat, das seien nur Leute, die ihre Bücher verkaufen wollen, die sich da jetzt zu Wort melden, oder das seien irgendwie Lehnstuhlgeneräle, die da sozusagen jetzt von der Seite oder Militarismus betreiben. Dagegen verwehren wir uns. Wir glauben, dass das auch ein sehr populistischer Unterton ist, wenn man Expertise so abwertet. Und wir würden im Gegenteil die Partei dazu auffordern, aber auch die Bundesregierung, die Expertise stärker zu nutzen, die in diesem Land ja vorhanden ist. Wenn man mal zurückschaut, die letzten 15 oder auch 30 Jahre, dann sieht man, dass aus der Osteuropa-Community, von den Leuten, die sich professionell mit Russland beschäftigen, schon lange Warnungen da waren, schon vor Minsk, schon vor der Invasion. Und dass diese Warnungen konsequent ignoriert wurden in der Politik und dass man genau umgekehrten Weg gehen müsste und nicht sagen müsste, sozusagen, wir sind dagegen, Expertinnen und Experten anzuhören, sondern wir sollten Expertinnen und Experten größeres Gewicht geben, dann hätten wir vielleicht nicht diese Katastrophe in Europa, die wir heute haben. Ja, jetzt nochmal kurz, um auf Rolf Mützenich zurückzukommen. Er hat ja jetzt zuletzt im Bundestag gesagt, ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann. Können Sie einmal kurz erklären, warum ist das so problematisch? Naja, wir haben ja eine Situation, wenn man sich den Krieg ganz konkret anschaut, in der Russland ein Fünftel, glaube ich, ist es, des ukrainischen Staatsgebietes besetzt hält. Und wenn man den Krieg jetzt einfrieren würde, dann würde man diese russischen Eroberungen ja erst einmal legitimieren, sozusagen. Das ist schon mal per se problematisch. Dann hat man diesen Versuch des Einfrierens ja schon zweimal gemacht. Das hat man in Minsk I getan, das hat man in Minsk II getan. Und wohin hat das geführt? Das hat in den ganz großen Krieg geführt. Das heißt, was wir brauchen, ist doch sozusagen eine Abwehr Russlands, ein Zurückschlagen. Wir brauchen eine Situation, in der die Ukraine verhandeln kann, aber nicht aus einer Position der Schwäche, wie in Minsk I und II, sondern aus einer Position, die Russland dazu zwingt, sozusagen diese Eroberungen langfristig wieder aufzugeben und aufzuhören, Angriffskriege zu führen. Und das kann man mit einem einfachen Einfrieren des Konfliktes nicht erreichen. Da würden wir genau wieder dahin zurückkommen, wo wir mit Minsk I und II gestartet sind. Und man würde Russland sozusagen eine Atempause geben und danach wieder die Möglichkeit zu einem erneuten Angriff, eventuell sogar auf NATO-Gebiet geben. Und davor warnen wir. Jetzt könnte man ja argumentieren, dass man eben aus diesen Minsker Abkommen und dieser Minsker Erfahrung eben gelernt hat. Aber man fragt sich schon, also muss eine Partei das nicht auch aushalten können, diese Debatte allein schon zu führen? Ist das. Das tut sie ja auch, das ist ja nicht das Problem. Aber Wir also. sind ja eher eine Minderheitenmeinung, also sozusagen, ich glaube, wir sind ja eher sozusagen der Stachel im Fleische der Partei. Insofern, wir sind mitten in der Debatte drin und schauen jetzt mal, wie das weitergeht. Okay, dann frage ich mich aber schon, also in diesen Aussagen von Rolf Mützenich schwingt ja eben auch ein bisschen dieses, wie Sie schon gesagt haben, dieses Selbstbild einer Friedenspartei mit. Woher kommt dieses Selbstverständnis? Naja, ich glaube, das kommt auch aus der Friedensbewegung der 80er Jahre. Das kommt auch aus einem bisschen falsch verstandenen Friedensbegriff, der sich von sowas wie Freiheit abgekoppelt hat. Das kommt auch natürlich aus der bisschen missverstandenen Glauben, dass Abrüstung in jedem Fall zu mehr Sicherheit führt, nicht? Und das sind, glaube ich, alles Sachen, die wir mal historisch auf den Prüfstein legen müssen. Solche Glaubenssätze, die sich in Teilen der SPD immer noch halten. Wenn man sich zum Beispiel die Ukraine anschaut, dann haben wir ja das traurige Beispiel dafür, dass ein Land, was freiwillig seine Atomwaffen abgegeben hat,
also abgerüstet hat. Das müsste Herr Mützenich ja eigentlich sehr begrüßen, obwohl er immer so skeptisch gegenüber der Ukraine eingestellt ist. 1994 Bukarester Memorandum. Dafür aber für diese Abrüstung bezahlt hat mit permanenter Unsicherheit. Das heißt, wir müssen ja auch darüber nachdenken, ob diese Glaubenssätze, die die SPD sich teilweise selbst verordnet hat, wie Abrüstung führt immer zu Sicherheit, tatsächlich stimmt. Vielleicht führt Abrüstung ja auch nur zu einem Machtungleichgewicht, das dann zu mehr Unsicherheit führt. Ich glaube, das ist ganz dringend, das meinen wir auch mit dieser Aufarbeitung, notwendig ist, sozusagen uns über unsere eigene Geschichte, aber auch über unsere eigenen Glaubenssätze neu zu verständigen, das kritisch zu hinterfragen, zu schauen, was war richtig, was war falsch, anstelle uns sozusagen ständig die Geschichte zu erzählen, wir sind die Guten, wir sind für den Frieden. Aber in Wirklichkeit haben vielleicht manche von unseren Entscheidungen dazu geführt, dass Europa viel unsicherer geworden ist. Aber und dass Krieg in Europa herrscht. Aber wenn die Wissenschaft sozusagen auch innerhalb der SPD schon sozusagen, ne, also einen anderen Ansatz unterstützt hat, wieso wurde das so lange in der SPD ignoriert? Ja, das wurde ja nicht nur in der SPD ignoriert. Schauen Sie sich die CDU an, die steht da auch nicht viel besser da. Die hat auch Merkel nicht aufgearbeitet. Letztendlich waren Minsk 1 und 2 ja Merkel-Abkommen. Das war gar nicht mal unbedingt SPD-Abkommen. Ich würde immer argumentieren, sozusagen, dass es sich da bei dieser Russland-Politik, bei dieser verfehlten Politik gegenüber Putin im Prinzip um ein gesamtdeutsches Phänomen handelt. Das zieht sich durch alle Parteien, das geht bis in die Grünen rein, auch mit Ströbele und solchen Gestalten damals. Da gibt es keinen, der das sozusagen nicht gehabt hat in seiner Partei, diese Strömung, die wir Nationalpazifismus letztendlich nennen. Das ist überall vertreten. Wir kritisieren erstmal sozusagen unserem eigenen Laden und unserer eigenen Partei. Aber am Ende müsste man natürlich auch darüber reden, wie sind eigentlich solche Entscheidungen wie Nord Stream 2 zustande gekommen? Wer hat da eigentlich mitverhandelt bei Minsk 1 und 2? Was haben da auch die Leute im Auswärtigen Amt gedacht, im Bundeskanzleramt? Das ist ja keine Frage nur der Parteien, sondern sozusagen, das zieht sich ja durch das Gewebe des deutschen Staates, durch die deutsche Politik, in Teilen durch die europäische Politik. Man muss auch darüber reden, wo es russische Einflussnahme gewesen. Auch das ist ja nicht richtig aufgearbeitet. Wir können ja sozusagen davon ausgehen, dass einige Leute auch nicht ganz unfreiwillig für Russland arbeiten oder russische Positionen in diesem Land vertreten. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Wachsamkeit, wäre darauf gefragt. Und auch da muss man eben genau schauen, sozusagen, wie ist es den Russen eigentlich gelungen, sozusagen so eng mit einem früheren Bundeskanzler zusammenzuarbeiten oder so eng mit anderen europäischen Staatsmännern. Das gab es ja auch in anderen Ländern, in Italien oder Frankreich oder in Österreich zum Beispiel. Das ist ja eine sozusagen Dimension, in der ist die SPD nur sozusagen ein kleines Teilchen letztendlich, sondern es geht darum, ja europäische Russlandpolitik der letzten 20 Jahre insgesamt dann auch in den Blick zu bringen, und wir versuchen das jetzt sozusagen in der SPD anzuschieben mit mehr oder weniger Erfolg, aber das Problemfeld eigentlich ist ja viel größer. Naja, aber zum Beispiel an den Aussagen von Rolf Mützenich, die werfen ja schon die Frage auf, inwieweit sich die SPD wirklich auch von ihrer Russlandnähe gelöst hat. Oder nicht? Das ist richtig. Das ist eine Frage, die sich die Bundestagsfraktion insbesondere stellen muss, denn er ist ja Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Und ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich enttäuscht bin, dass ihm da nicht mehr widersprochen wird, auch aus der Fraktion. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß, es gibt in der Fraktion viele Abgeordnete, die auch diese Einstellung von Rolf Mützenich nicht teilen. Und ich würde mir wünschen, dass die auch da deutlicher ihre Meinung sagen. Aber letztendlich kann ich ja deutschen Abgeordneten nicht sagen, was sie tun und lassen sollen. Denn sie sind natürlich souverän in ihren Entscheidungen. Mhm. Aber Sie schreiben ja eben auch in dem Brief, dass es innerhalb der SPD eine ehrliche Aufarbeitung der Fehler in der Russlandpolitik eben, dass es daran fehle. Warum ist das so oder warum sehen Sie das so? Na, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Warum ist das so? Das kann man relativ einfach beantworten, weil viele Leute sozusagen unter Schröder und Merkel Karriere gemacht haben und weil viele Leute sozusagen an diese alten friedensbewegten Stereotypen glauben. Spannender ist die Frage, warum das in den letzten 2 Jahren dann nicht gelungen ist, sozusagen diese Muster aufzubrechen und tatsächlich dann zu einer Aufarbeitung zu kommen. Und ich glaube, da liegt es schon daran, dass zu viel Kontinuität im Personal da ist. Ich glaube, da warten wir auf einen generationellen Wechsel, auf den wechselnden Führungspositionen, dann wird auch mehr Aufarbeitung möglich sein. Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Also wie würde denn so eine Aufarbeitung aussehen genau? Naja, so eine Aufarbeitung könnte ja verschiedene Formen annehmen, nicht? Man könnte sozusagen sich auf die SPD beschränken, dann würde man
den Historikerinnen und Historikern in der SPD mal die Unterlagen der letzten 20 Jahre aus dem Parteivorstand zur Verfügung stellen. Dann könnten wir das durchsehen, historisch kritisch analysieren. Das ist ja unsere Arbeit als Historiker, was wir machen. Und dann könnte man am Ende sozusagen Gutachten oder Bericht über die Entstehung dieser SPD-Russland-Politik machen. Worauf ich aber eher abziele, ist eben, da habe ich ja eben auch schon gesagt, das eher gesamtdeutsch anzugehen, das eher in einem großen Rahmen anzugehen. Und da könnte man eben darüber nachdenken, beispielsweise eine Enquete-Kommission im Bundestag einzurichten oder auch einen Untersuchungsausschuss. Also sozusagen institutionalisierten Rahmen für eine Aufarbeitung dieser Politik, an der sich dann auch eben alle Beteiligten ja, beteiligen müssen und der dann auch dahin führt, dass wir besser verstehen, wie es eigentlich zu solchen Entscheidungen wie zu Nord Stream 2 gekommen ist. Ich meine, man muss sich nochmal vor Augen führen, Nord Stream 2 wurde von Frau Merkel unterzeichnet, nachdem die Russen MH17, dieses niederländische Passagierflugzeug, über der Ukraine abgeschossen haben. Das heißt, das geschah bereits zu Kriegszeiten, als wir uns noch weiter an Russland und diese Gaslieferungen gebunden haben. Und ich glaube nicht, dass wir wirklich wissen, warum das damals so entschieden wurde. Und ich glaube, dass es aber wichtig ist für die deutsche Öffentlichkeit, da Rechenschaft abzulegen über diese offensichtlichen Fehlentscheidungen zum Schaden dieses Landes, zum Schaden von Europa. Und ich glaube auch noch aus dem zweiten Grund, dass es wichtig ist, nämlich aus dem Grund, dass wir ja auch unsere China-Politik und unseren Umgang mit Diktaturen generell mal überdenken müssen und fragen müssen, sozusagen, in welche Abhängigkeiten sind wir da eigentlich in den letzten Jahrzehnten geraten? Ist das sinnvoll, das so weiterzuführen? Und ich glaube, dass man das nur tun kann, wenn man da wirklich die Karten auch offenlegt. Aber jetzt ist es ja schon so, dass Deutschland also unter einer SPD geführten Regierung zu einer der wichtigsten und größten Unterstützer der Ukrainer geworden ist. Spricht das nicht auch ein bisschen für sich und auch für einen gewissen Wandel in der SPD? Genau, es hat natürlich ein Stück weit diese Zeitenwende stattgefunden, aber wir glauben, dass es eben auf halber Strecke stecken geblieben ist in gewisser Hinsicht. Ich halte wenig davon, was jetzt sehr modisch geworden ist im politischen Berlin, dass man sich laufend auf die Schulter klopft und sagt, wir sind jetzt der größte Unterstützer außerhalb der USA der Ukraine. Ich halte mehr davon, sozusagen in die Ukraine zu schauen und zu schauen, wie sieht es da aus? Wie sieht es an der Front aus? Wie sieht es in der ukrainischen Gesellschaft aus? Wo können wir mehr helfen? Und da sehen wir doch, dass die Lage gerade in diesem Frühjahr 2024, in dem wir sprechen, recht dramatisch ist und dass es keinen Grund zum Schulterklopfen gibt, sondern ganz im Gegenteil, dass wir eine sehr, sehr schwierige Situation dort haben. Dass wir aber auch eine schwierige Situation haben in Moldau, in Georgien, sozusagen in diesem ganzen Schwarzmeerraum, dass wir da sozusagen viel mehr schauen müssen, wo die Russen eventuell auch noch weitere Konflikte schüren. Wo eventuell noch weitere Fronten hier aufbrechen können, so dass ich überhaupt keinen Grund dazu sehe, sozusagen mit dem Geleisteten zufrieden zu sein. Ich glaube auch nicht, dass man mit 18 Leopardpanzern einen Krieg gegen Russland gewinnen kann, sondern man muss da auch anfangen, eben in ganz anderen Dimensionen zu denken. Wenn wir sehen, dass eben der russische Staat mit seinen großen Ressourcen jetzt praktisch eine Art Generalmobilmachung in der Wirtschaft angeordnet hat und wirklich sozusagen einen Großteil seiner Ressourcen in diesen Krieg investiert, dann müssen wir uns noch überlegen, ob wir sozusagen mit unserem lauwarmen Dagegenhalten noch auf dem richtigen Dampfer sind. Was glauben Sie denn, ist das Kalkül eines lauwarmen Entgegenhaltens? Ich weiß gar nicht, ob es da ein Kalkül gibt. Ich glaube, es gibt eine gewisse Bequemlichkeit. Es gibt eine gewisse Furcht davor, sozusagen aus den bestehenden Bahnen herauszubrechen. Nicht? Wenn ich mit Abgeordneten rede oder mit Leuten aus der Politik, dann kommt häufig ich weiß gar nicht, warum die Bevölkerung so unzufrieden ist. Wir setzen doch große Sachen um, die alle im Koalitionsvertrag drinstehen. Und dann sage ich immer, naja, der Koalitionsvertrag ist ja die eine Sache, aber der Koalitionsvertrag wurde ja vor Beginn des vollumfänglichen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine beschlossen. Und ob man jetzt alles umsetzt, sozusagen, was in diesem Koalitionsvertrag mal drinsteht, ich weiß gar nicht, ob das das ist, was die Bevölkerung von der Politik erwartet. Die Bevölkerung erwartet doch sozusagen, durch diese Krise durchgesteuert zu werden. Und der Glaube, dass alles so bleiben kann, wie es ist, und dass man sozusagen Sozialleistungen mitten im Krieg immer noch weiter ausbauen kann, den halte ich ehrlich gesagt auch für verfehlt. Weil ich meine, aus Geschichte, glaube ich, kann man nicht wahnsinnig viel lernen, aber so viel dann vielleicht doch, dass Kriege natürlich große Katalysatoren des politischen und sozialen Wandels sind. Und vor diesem Krieg
waren die Dinge anders und nach diesem Krieg werden sie ganz anders sein. Das ist das Einzige, was wir wissen. Und in diesem Wandel Prioritäten zu setzen und diesen Wandel mitzugestalten, das muss ja das Ziel von Politik sein und nicht sozusagen einfach diesen Krieg an sich vorbeirauschen zu lassen und zu hoffen, dass es einen selber nicht erwischt. In dem Brief kritisieren Sie ja außerdem die Kommunikation des Kanzlers, aber auch der Partei- und Fraktionsspitzen der SPD in Fragen der Waffenlieferungen. Sie schreiben dazu, Argumente und Begründungen sind immer wieder willkürlich, erratisch und nicht selten faktisch falsch. Auf was genau spielen Sie hier an? Ja, ich meine, da könnte man ja verschiedene Debatten nochmal rekapitulieren. Am Anfang wollten wir nur 5.000 Helme schicken, weil wir gesagt haben, mehr könnten wir nicht schicken aus historischen Gründen. Das wurde dann relativ schnell beerdigt. Dann hieß es ein halbes Jahr lang, anstelle der Ukraine zu helfen, man dürfe keine schweren Waffen schicken. Das wurde dann auch beerdigt. Dann gab es die Debatte um Kampfpanzer, um den Leopard 2. Jetzt gibt es die Debatte um den Taurus, wo auch die unterschiedlichsten Argumente, die ich jetzt nicht alle wiederholen will, hervorgekramt wurden und dann klammheimlich auch wieder beerdigt wurden teilweise. Das sind doch Sachen, die einem zu denken geben, ob da überhaupt eine größere Strategie da ist oder ob da nicht sozusagen sehr, sehr willkürlich immer aus der Situation heraus argumentiert wird, anstelle zu schauen, ganz objektiv, mit militärischem Sachverstand, den wir ja haben in der Bundeswehr, sozusagen, was braucht die Ukraine, was können wir liefern? Wo können wir einen Unterschied machen? Das scheint mir genau nicht die Herangehensweise zu sein, sondern die Herangehensweise ist geprägt von Ängstlichkeit, Zaghaftigkeit, Bedenkenträgerei und das führt im Krieg nicht weiter. Es gab ja auch diesen Konflikt zwischen Macron und Scholz bezüglich Bodentruppen, ja, nein. Wie bewerten Sie auch da die Kommunikation des Kanzlers? Sagen wir mal so ganz generell, es ist natürlich problematisch, wenn ich sagen, in einen Krieg verwickelt bin. Wir sind ja keine kriegführende Partei, aber wir unterstützen die Ukraine in diesem Krieg. Ja? Wenn ich von der Kommunikation her schon vorher immer sage, was ich dem Gegner mitteile, was ich alles nicht machen werde, ja? Dann zeige ich ja meine eigene Schwäche, nicht? Man muss ja natürlich in so einem Konflikt den Gegner auch mal ein bisschen überraschen können oder manches ambivalent lassen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was Macron damit sagen wollte. Er wollte, glaube ich, nicht unbedingt jetzt sozusagen mehrere Brigaden der Fremdenlegion in den Donbass werfen, sondern er wollte sagen sozusagen, wir könnten theoretisch auch anders. Und wenn es jetzt auch mal ankündigen, vielleicht um den Kreml ein bisschen zum Nachdenken zu bringen und zur Verunsicherung. Und da sozusagen, dazu scheint Deutschland ja gar nicht in der Lage zu sein, zu so einer Art von strategischen Kommunikation, sondern bei uns überwiegt immer die Ängstlichkeit. Wir sagen am liebsten, was wir nicht machen und nicht, was wir machen werden. Wir sagen, wir trauen uns auch nicht wirklich sozusagen unsere Ziele in diesem Konflikt offen zu formulieren, sondern es bleibt immer so ein bisschen alles im Verschwurbelten. Das heißt, wir fahren auf Sicht, wir machen eigentlich eine sehr ähnliche Politik, wie Angela Merkel auch immer gemacht hat, wo es eigentlich keine klaren Ziele gibt, sondern wo man sich so durchwurstelt und hofft, dass die Bevölkerung das irgendwie gutiert, dass es dabei zu keinen größeren Konflikten kommt. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man mit dieser Art von Politik mittlerweile nicht mehr durchkommt, sondern dass wir eine aktivere, offen für die Ukraine, für den Westen eintretende Politik machen müssen. Eine Politik, die unsere Sicherheit in Europa, in Deutschland, aber auch im Bündnis wieder in den Vordergrund stellt. Auch die Sicherheit übrigens unserer Verbündeten aus Mitteleuropa, vom Baltikum über Polen bis runter zum Schwarzen Meer. Das sollte unser Ziel sein und nicht sozusagen nur immer auf die vermeintlichen Ängste der deutschen Bevölkerung zu hören. Aber ist es dann jetzt mal zugespitzt gefragt, Aufgabe der Wissenschaft, sich sozusagen in Realpolitik einzumischen? Das ist eine gute Frage. Ich war ehrlich gesagt immer jemand, der sehr skeptisch war gegenüber der Politisierung der Wissenschaft und ich habe mir das nicht gewünscht. Und ich finde auch meine eigene Rolle manchmal schwierig, weil es sozusagen verschwimmt natürlich die Rolle als Wissenschaftler, die Rolle als Aktivist, wenn Sie so wollen, die Rolle als Citoyen, als Bürger, der sich einfach besorgt äußert. Das kann man natürlich in diesen Tagen nicht mehr trennen. Aber ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, dass so viele Leute über Putin und Russland reden, die das wenig verstehen und die vielleicht noch nie in Moskau oder Kiew aufgewacht sind und wenig diese Lage verstehen auch. Ne? Und wir sehen das ja sozusagen, dass viele von unseren Einschätzungen sich eigentlich mit denen decken der Nachbarn Russlands. Ich habe viele polnische Freunde, ich habe Freunde im Baltikum, die ganz ähnlich denken wie wir.
Und warum ist das so? Weil sie auch sozusagen aus dieser Region stammen, weil sie die Sprache sprechen, weil sie die russische Propaganda verstehen können, weil sie Putin verstehen können, wenn er redet, wenn er in seinem Gangster-Jargon redet. Das verstehen ja die Mützenichs dieser Welt gar nicht. Sozusagen, weil ihnen auch die kulturelle Kompetenz dafür fehlt, so einen Gopnik wie Putin, sag ich jetzt mal, sozusagen auch mal zu dekonstruieren und zu lesen, als was ist dem eigentlich wichtig? Was ist denn eigentlich, was ist sein Wertehorizont? Wie macht der Politik? Der macht ja ganz anders Politik, als hier Politik gemacht wird. Das muss man verstehen. Man muss verstehen, dass es für Putin auch mittlerweile ein existenzieller Machtkampf für ihn selbst ist. In Russland kann man keine Kriege verlieren, nicht? Dann verliert man auch die Macht. Das wissen wir aus der russischen Geschichte. Das kennen wir von dem letzten Zaren. Das kennen wir von Gorbatschow. Ne, also der Afghanistan verloren hat. Kriege zu verlieren in Russland ist was unglaublich Problematisches für autokratische Machthaber. Und diese Kompetenz muss man halt auch mitbringen, sozusagen ein bisschen russische Kultur, Gesellschaft, Geschichte zu verstehen, um diesen Konflikt auch lesen zu können. Und ich glaube, das fehlt. Und da versuchen wir uns halt einzubringen als Leute, die sich mit Diktaturen beschäftigt haben, mit Osteuropa beschäftigt haben, die vielleicht da ein bisschen außerhalb dieser deutschen Box denken können. Wie schauen Sie denn dann gerade auf den Diskurs in Deutschland, wenn man sich jetzt auch das Motto der diesjährigen Ostermärsche anschaut, dieses friedensfähig statt kriegstüchtig? Haben wir es da mehr und mehr mit Lagern zu tun, die sich da im Diskurs nicht aufeinander zubewegen? Also ich glaube, die Ostermärsche sind doch ein reines Medienphänomen. Da latschen 200 Leute durch Kassel und dann wird es in den Nachrichten gebracht. Ich weiß gar nicht, warum darüber berichtet wird. Es ist, glaube ich, gesellschaftlich komplett randständig, ehrlich gesagt. Wenn man sich mit irgendwas auseinandersetzen sollte, dann natürlich mit der russophilen Haltung in den Randparteien, AfD, Linke, Bündnis Sahra Wagenknecht. Das sind die Pro-Putin-Parteien sozusagen in Deutschland. Und da muss man fragen, warum das verfängt. Das hat, glaube ich, auch viel mit Ängsten in der Bevölkerung zu tun. Ich meine, nicht ohne Grund haben Leute in Deutschland Angst vor Krieg. Krieg ist ja auch furchtbar. Die Leute in der Ukraine wissen es am besten. Man muss ihnen eben erklären, wie man Westeuropa sicher halten kann. Und das geht bestimmt nicht dadurch, dass wir sozusagen Putin noch mehr entgegenkommen. Denn das haben wir 20 Jahre lang gemacht und wir haben gesehen, wohin uns das geführt hat. Dann, Herr Behrens, noch eine Frage zu Ihrem Brief. Wie geht es jetzt weiter nach der Veröffentlichung? Sie haben davon gesprochen, dass die Parteispitze auf Sie zugekommen ist. Genau, es wird am Ende April, so wie das im Moment aussieht, ein persönliches Gespräch geben mit dem Parteivorsitzenden Lars Klingbeil. Und ja, bis dahin werden wir uns, glaube ich, alle weiter auch öffentlich einmischen und die Ukraine unterstützen, was ich schon seit dem Maidan mache und andere auch schon seit vielen Jahren. Und dann werden wir sehen, sozusagen, was wir bewegt haben. Unser Anliegen wäre es, Leute in der Fraktion, in der Partei, aber natürlich auch in der breiteren Öffentlichkeit zum Nachdenken zu bringen, zur Überprüfung ihrer Positionen. Das sind ja auch Positionen, die SPD da vertritt mit Rolf Mützenich und Ralf Stegner, die nicht unbedingt besonders populär ist. Die Partei steht bei 15%. Der beliebteste SPD-Politiker ist Boris Pistorius, der vertritt ganz andere Positionen. Da sollte sich die Partei doch überlegen, ob sie nicht mehr Pistorius wagen sollte und vielleicht ein bisschen weniger Stegner und Mützenich. Das würde vielleicht sich auch in den Umfragen auszahlen. Professor Behrens, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.